Hallo und willkommen zu einem neuen Video. In diesem Teil der VeraCrypt Videoreihe möchte ich nun auf die versteckten Partitionen bzw. versteckten Datencontainer eingehen. Ich werde natürlich zeigen, wie man diese anlegt und wie man sie verwenden kann. Ich werde hier in diesem Video zeigen, wie man einen versteckten Datencontainer anlegt, aber die Erstellung einer versteckten Partition funktioniert ganz genauso. Die Frage, ob der normale Benutzer versteckte Datencontainer benötigt bzw. für wen so etwas sinnvoll ist, möchte ich jetzt hier nicht erörtern. Es gibt aber, wie auch in der Anleitung von VeraCrypt angegeben, verschiedene Szenarien, wo das durchaus sinnvoll sein kann. Da geht es aber dann um die Erpressbarkeit für die Herausgabe eines Passwortes. Und mit einem versteckten Datencontainer kann man sozusagen die wichtigen Daten schützen. Dabei geht es aber jetzt nicht darum, dass zum Beispiel wie hier, da haben wir ja unsere Datencontainer, dass die jetzt irgendwie versteckt werden, dass die nur noch für mich sichtbar sind oder eben dann nur, wenn ich VeraCrypt starte, dass ich diese sehe. Sondern es geht darum, dass wir trotzdem so eine Datei natürlich haben, die jeder sehen kann. Das nennt man dann äußeren Container. Und hier sollte man dann schon bei der Erstellung am besten Dateien ablegen, die wichtig aussehen, es aber nicht wirklich sind. Wenn man verstanden hat, wie der versteckte Container funktioniert, dann wird einem dann auch klar, wieso. Dieser Container jedenfalls wird zum Beispiel mit dem Passwort Passwort123 gesichert. Das ist natürlich jetzt nur ein Beispielpasswort. Das sollte man in der realen Welt natürlich nicht benutzen. Und dann kann ich mit VeraCrypt einen inneren versteckten Container darin anlegen. Und dort kommen dann die Dateien rein, die man tatsächlich verstecken möchte. Und dieser Container wird zum Beispiel mit dem Passwort supergeheim gesichert. Und wenn ich jetzt zum Beispiel gezwungen werde, für den Container mein Passwort herauszugeben, dann gebe ich halt das Passwort 123, um sozusagen meinen Erpresser zufriedenzustellen. Und der sieht dann das, was im äußeren Container ist. Der kriegt von diesem versteckten Container hier nichts mit. Wenn ich aber diesen Container öffne und mein Passwort supergeheim eingebe, dann komme ich an die Daten, die hier drin liegen. Und jetzt sollte auch klar sein, warum hier Dateien drinne liegen sollten, die wichtig aussehen. Ganz einfach, wenn dann der Erpresser diesen Container öffnet und eigentlich zufrieden ist, aber dann nur das Familienalbum sieht, aber eigentlich irgendwelche Daten zu geheimen U-Boot-Plänen erwartet, dann wird er natürlich misstrauisch sein. Und dann ist das Ganze sinnlos. Er kommt natürlich trotzdem nicht an diese Daten ran, aber er wird sich dann mit diesem Passwort eben nicht zufrieden geben. Außerdem sollte man beachten, dass sich so ein Container mit einem inneren, versteckten Container nicht für die tägliche Arbeit eignet. Also speziell dann nicht, wenn man häufiger Daten da reinspeichern möchte, dann ist so eine Konstruktion hier eben keine gute Idee. Ganz einfach deswegen, wenn man den äußeren Container ganz normal öffnet in VeraCrypt und dort Dateien verändert oder neue hinzufügt, dann kann es sehr schnell passieren, dass dieser innere, versteckte Container beschädigt wird und dann nicht mehr lesbar ist. Um diese Dateien hier im äußeren Container gefahrlos für den inneren Container verändern zu können, muss man diesen mit speziellen Optionen öffnen. Und deswegen ist das dann für die tägliche Arbeit nicht unbedingt so geeignet, weil man daran immer denken muss. Wenn man das einmal vergisst, dann sind diese Daten weg. Das hat einfach technische Hintergründe, ist aber im Prinzip natürlich auch sinnvoll, wenn zum Beispiel, wir waren ja vorhin bei dem Erpresser-Szenario, wenn dieser dann diese Dateien löscht zum Beispiel, dann wird dieser Container unter Umständen auch gleich irgendwie beschädigt und man kommt dann auch selbst natürlich nicht mehr ran, aber der Erpresser eben definitiv nicht. Deswegen ist so ein Container auch nie irgendwie eine Datensicherung, sondern das ist wirklich eigentlich mehr für den Transport gedacht, nehme ich jedenfalls mal an. Aber genug der Vorüberlegungen. Wie üblich bei VeraCrypt, um einen Container zu erstellen, müssen wir natürlich hier wieder auf Volume erstellen klicken. Wir wollen ja einen versteckten Container erstellen, das heißt, wir sagen ihm jetzt erstmal, dass wir eine Containerdatei erstellen wollen. Wenn es eine versteckte Partition wäre, müssten wir eben hier die Partitionsoption auswählen. Und hier, wo wir bisher immer Standard ausgewählt haben, sagen wir jetzt hier verstecktes VeraCrypt Volume. Jetzt haben wir die Möglichkeit, einmal den kompletten Modus zu nehmen oder den direkten Modus. Der Unterschied ist folgender. Bei dem kompletten Modus wird erst der äußere Container angelegt und danach dann der versteckte Container darin eingebettet sozusagen. Den direkten Modus wähle ich dann, wenn ich schon einen VeraCrypt-Datencontainer habe, in dem ich einen versteckten Container erzeugen möchte.
Da wir die Erstellung eines normalen VeraCrypt-Datencontainers aber schon kennen, werde ich jetzt hier für dieses Video den direkten Modus wählen. Ich klicke also auf Weiter, gebe jetzt hier meinen Container an, den ich schon vorher angelegt habe und sage Weiter. Hier muss ich natürlich mich jetzt erstmal authentifizieren, das ist klar. Und hier steht auch schon Passwort des äußeren Volumes. Er überprüft das Passwort und wir sind jetzt quasi im äußeren Container drin und ich muss hier wieder eine Abfrage bestätigen. Und jetzt geht die Erstellung des versteckten Volumes los. Ich sage hier Weiter. Auch hier kann ich jetzt wieder ganz normal eine Verschlüsselung festlegen. Das heißt also, das versteckte Volume muss nicht unbedingt dieselbe Verschlüsselungsart haben wie das äußere Volume. Aber der Einfachheit halber mache ich das jetzt einfach mal. Und ich muss hier jetzt auch eine Größe angeben. Und er sagt mir jetzt hier, die maximal mögliche Größe ist eben diese 197 Megabyte. Das ist im Prinzip die Größe des äußeren Volumes. Es gibt hier noch ein paar kleine Einschränkungen, dass halt eben dieses versteckte Volume mindestens 40 Kilobyte groß sein muss. Bei NTFS muss es eben knapp 4 Megabyte groß sein. Ich sage jetzt einfach mal 50 Megabyte. Zu beachten ist dabei, dass wenn man sich bei dem äußeren Volume sozusagen authentifiziert und dort reinschaut, zum Beispiel eben auch der Erpresser dann, ist für ihn das gesamte Volume trotzdem eben diese 197 Megabyte groß. Egal wie groß ich das hier einstelle, da braucht man sich also keine Sorgen machen. Ich werde das aber nachher auch nochmal zeigen. So, jetzt sagen wir hier Weiter. Ich gebe jetzt hier wieder ein Passwort ein. Das sollte natürlich nicht dasselbe Passwort sein, das ist ganz klar. So, wir haben jetzt hier eben unser Passwort. Mach Weiter. Und wir sehen wieder ganz das Übliche, was wir sonst von der Erstellung eines Volumes schon kennen. Ich sage jetzt hier einfach mal Formatieren und breche das jetzt hier schon mal ein bisschen ab. Und er sagt mir jetzt, das versteckte VeraCrypt-Volume ist erfolgreich erstellt worden und gebrauchsbereit. Und er sagt mir jetzt hier eben auch nochmal, Achtung, schreiben Sie nichts auf das äußere Volume, wenn Sie das versteckte Volume nicht absichern. Darauf gehe ich gleich noch ein. Und jetzt wollen wir natürlich das Volume mal einbinden. Ich möchte aber als erstes auf das äußere Volume ein paar Daten schreiben. Und dazu müssen wir natürlich ganz normal unser Volume auswählen, Testcon 5 und erstmal einbinden klicken, wie üblich. Um in das äußere jetzt zu kommen, geben wir das Passwort dafür ein. Das ist ja bei uns jetzt hier einfach nur Passwort. Aber dadurch, dass wir jetzt etwas auf das äußere Volume schreiben wollen, müssen wir noch eine Option setzen. Und zwar hier unter Optionen müssen wir ihm sagen, verstecktes Volume vor Beschädigung durch äußeres Volume schützen. Und wir müssen jetzt hier auch noch das Passwort für dieses versteckte Volume eingeben. Das ist ja hier super geheim. Und erst wenn wir das eingegeben haben, können wir hier jetzt uns einloggen quasi auf diesem äußeren Volume und wir kriegen die Meldung, dass es geschützt ist. Und wir finden jetzt hier, wie zu erwarten, unser Laufwerk J mit einer Größe von knapp 200 Megabyte. So groß ist ja das äußere Volume und man sieht, hier sind keine 50 Megabyte für das Innere irgendwie abgezogen worden. Ich werde jetzt hier einfach ein paar Daten drauf kopieren. Ich werde jetzt hier einfach nur das Bild hinkopieren. Und werde mich jetzt wieder hier abmelden. Und werde jetzt hier nochmal einbinden drücken und sage jetzt aber das Passwort für den inneren Container. Super geheim. Ich logge mich ein und dann sollte das Bild eigentlich nicht vorhanden sein. Er sagt mir jetzt hier auch 50 Megabyte, das stimmt ja. Und auch unter Windows ist das so zu sehen. Und da kopiere ich natürlich jetzt meine Geheimpläne rein. Und wenn ich jetzt mich wieder abmelde und beim nächsten Anmelden wieder das andere Passwort eingebe, also Passwort für den äußeren Container, dann sehen wir hier, dass nur das Bild zu sehen ist. Und ich habe jetzt den äußeren Container ja ganz normal eingebunden, also ohne diese Sicherungsfunktion, die ich eben gezeigt habe. Deswegen sollte man jetzt hier nichts dran ändern. Deswegen ist es empfehlenswert, den äußeren Container einmal zu befüllen mit den entsprechenden Dateien und ansonsten ihn nur im Notfall eben mit diesem extra Modus zu öffnen, wenn man wirklich was ändern muss. Aber ansonsten eben einfach diesen Container in Ruhe lassen, denn er ist ja schließlich nur dafür gedacht, Dokumente zu beinhalten, die man selbst halt für besonders wichtig, für besonders geheim hält, was auch immer, und nicht wirklich für den täglichen Gebrauch. Ich hoffe, ihr fandet dieses Video hilfreich.
Kritik, Fragen und Anregungen bitte in die Kommentare. Und wenn es euch gefallen hat, dann drückt doch den Daumen nach oben oder lasst ein Abo da.